Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Camping Turtle. Mein Name ist Thomas, links steht der Philipp, rechts ist der Stefan und beide sind von AlphaVan. Genauer gesagt sind es die Gründer von AlphaVan. Und für den Fall, dass ihr in den letzten Jahren auf dem Caravan-Salon gewesen seid, dann habt ihr AlphaVan wahrscheinlich in den Hallen gesehen, aber mit Sicherheit noch nicht in freier Wildbahn. Und das passiert uns heute und deshalb zunächst einmal herzlich gegrüßt. Hallo Philipp. Hallo, servus Thomas. Servus, hallo Thomas, grüß dich. Ja, ihr beide habt euch ja auf eine, wie soll ich sagen, fast eigentümliche Art und Weise kennengelernt, nämlich auf dem Caravan-Salon. Was ist da vorgefallen? Genau, verrückt. Also ich war 20 Jahre bei Mercedes-Benz, war verantwortlich für die ganze Elektronikentwicklung im Sprinter. 2019 hatten wir hier eine Messe und haben diese Mercedes-Benz Advanced Control vorgestellt, dieses Smart-Home-Steuergerät. Und ich habe nur gehört, es gibt einen Ausbauer, ein Konzeptfahrzeug, der als einer der ersten dieses System einsetzt. Dann habe ich natürlich gesagt, klar, da laufe ich mit dem Messerundgang, bin zu dem Messestand vom damals noch Föhringen gekommen, wo dieses Konzeptfahrzeug stand, was auf dessen Basis wir jetzt aufbauen. Und habe einen Stefan gesehen und er kam mir irgendwie bekannt vor und witzigerweise kam raus, wir sind auf die gleiche Schule gegangen und haben uns wirklich in Düsseldorf kennengelernt. Kommen beide aus Wangen im Allgäu und haben uns in Düsseldorf kennengelernt. Ich habe das Fahrzeug gesehen und habe mich schockverliebt, das kann man sagen. Okay, alles klar. Und du hast dich quasi in Philipp auch sofort schockverliebt oder ab wann stand für euch fest, dass ihr auf jeden Fall ein Startup zusammen gründen möchtet? Ja, 3 Wochen später hat er angerufen von Daimler aus, hat gesagt, er hätte Interesse da einzusteigen. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, weil ich gesagt habe, wie willst du jetzt mit einsteigen? Dann sagt er, komplett einsteigen. Er möchte was anderes machen, er möchte aber wieder zurück in die Heimat. Ja. Für mich war klar die Suche, ich habe einen Partner gesucht, wo ich sowas aufbauen kann, wo ich so ein Fahrzeug bauen kann. Dann habe ich gedacht, okay, qualitativ mache ich es dann wirklich, wenn es in meiner Hand wäre, wäre es eigentlich besser. Und dann habe ich gesagt, okay Philipp, wir probieren das, ziehen das gemeinsam auf, haben eine kleine Halle gemietet, haben da angefangen, hat sich das Ganze entwickelt und genau, jetzt stehen wir hier und entwickelt sich prächtig. Ja, und nur für den Fall, dass ihr den AlphaVan schon mal gesehen habt, das ist ein, ich würde sagen, fahrendes Digitalisierungsprojekt. Das heißt, auf der einen Seite wunderschöner Möbelbau, ein wunderschönes Fahrzeug, einfach ein toller Van mit einem Wahnsinnskonzept, aber eben auch jede Menge Software. Wie sind bei euch die Rollen verteilt? Völlig klar, das heißt, du kümmerst dich nur um die Mechanik? Genau, ich habe Maschinenbau studiert, Energie- und Fahrzeugtechnik, bin klar am CAD groß geworden, deswegen rein Konstruktion. Digitalisierung macht der Philipp, klar, kommt von Mercedes, kennt das System von A bis Z. Deswegen einfach perfekt auch Informatiker. Wir bauen ein digitales System auf, quasi auch für die Produktion. So ist die Rollenverteilung eigentlich ganz klar bei uns. Ja, nachdem du nun von Mercedes weg warst, ist es für euch trotzdem nach wie vor wichtig, dass ihr einen guten Draht zum Hersteller habt, um so ein Projekt zu realisieren? Ja, absolut. Ich meine, einerseits ist es uns wichtig, dass wir offizieller Aufbauhersteller sind. Da gibt es natürlich ein paar Verpflichtungen dazu. Also alles, was wir zum Beispiel auf dem Dach an- und aufbauen, ist offiziell freigegeben von Mercedes. Das ist uns ganz wichtig, auch in Richtung unserer Kunden. Andererseits, gib mal ein Beispiel. Zum Beispiel hier die Markise. Die ist ja, wir haben ja das super Hochdach, das ist ein GFK-Dach. Ja. So eine große Markise an so ein Dach fest anzubringen, da muss man viel Hirnschmalz reinstecken, damit das alles funktioniert. Auch mit der V-Dynamik und alles. Und das sind so Sachen, die besprechen wir mit Mercedes. Das Thema, die Mercedes-Benz Advanced Control, dass wir unsere Themen steuern können, das können wir nur mit denen zusammen. Und da ist es absolut wichtig und für uns aber auch weiterhin sehr schön, in einem ganz engen Kontakt mit Mercedes zu sein. Ist das denn eigentlich so ein One-Way-Kanal? Also das heißt, funktioniert das quasi nur von Mercedes zu euch oder gebt ihr inzwischen sogar wertvolles Feedback wieder zurück? Definitiv auch. Ich meine, man sieht ja mittlerweile, die Mercedes-Benz Advanced Control, die ist auch echt mittlerweile bei einigen anderen Herstellern angekommen. Ja. Wir glauben schon auch, dass man da einiges auch dran sieht, was wir mit reingebracht haben, was für uns absolut okay ist. Genau, das ist ein tolles System, das wollen wir auch, dass es in die Breite kommt, weil das ist die Zukunft. Ja, prima. Also vielen herzlichen Dank erstmal euch beiden für die kurze Einführung. Und Stefan, du hast dem Philipp jetzt den Vortritt gelassen. Und Philipp, du zeigst uns jetzt gleich das Fahrzeug. Das heißt, ich gehe wie immer hinter die Kamera und Philipp zeigt uns rum und ich bin wahnsinnig gespannt. Also, los geht's. Philipp, bevor wir auf eure Leistung zu sprechen kommen, vielleicht können wir ja mal anfangen, was haben wir denn hier für ein Chassis drunter? Genau, also es ist der Mercedes-Benz Sprinter in extra lang, also 7,36 Meter Länge mit dem super Hochdach aufs GSK. Genau, als Hecktriebler unser aktuelles Vorführfahrzeug, mit dem wir hier angereist sind und das wir jetzt auf 3,5 Tonnen aufbauen. 3,5 Tonnen mit ein paar Finessen, ausgerichtet auf Autarkie. Wir haben auf dem Dach 500 WP, haben eine große Batterie mit 340 Amperestunden drin. Genau, und unser aktuelles Demo- und Vorführfahrzeug, an dem wir neue Technologien ausprobieren. Ja, und ihr verbaut auch nur den 7,40 Meter, also nur den längsten, ne? Genau, für uns ist das Thema Fokus ganz wichtig. Wir wollen uns nicht verzetteln, wir wollen ein Konzept machen und das wollen wir perfekt machen. Also Möbelsatz, Spaltmaße und alle Anbauteile, die wir haben. Und deshalb nur das eine Konzept in genau diesem Layout, was
wir uns gleich anschauen werden. Ja, ich glaube, die goldenen Felgen sehe ich zum ersten Mal. Kann das sein? Ja, sicherlich ist nicht ganz Standard. Es sind die original 17 Zoll Mercedes-Benz Alu-Felgen. Ja, aber dieses Fahrzeug haben wir, wir haben dieses Jahr diesen German Design Award in Gold gewonnen. Und dann haben wir gedacht, dann muss doch hier ein bisschen shiny Gold, und die Felgen haben sich angeboten. Und das ist jedermanns Sache, aber... Und den gibt es aber auch so zu kaufen, oder? Nee, gibt es nicht. Achso, okay, das ist jetzt wirklich nur euer Vorführfahrzeug. Okay, genau. Cool. Ich meine, wenn wir hinten sind, dann können wir ja vielleicht gerade mal von hinten reinschauen. Auf jeden Fall. Eins der speziellen Themen bei uns, das ist der sogenannte Flexport. Große Heckgarage, Flexport deshalb, weil man ihn extrem flexibel nutzen kann. Ja. Man muss übrigens jetzt dazu sagen, ne? Also wir sind ja hier gerade auf dem P1-Parkplatz auf dem Caravan-Salon. Das heißt also, dieses Auto wird auch tatsächlich genutzt. Und ich glaube, ihr habt jetzt hier auch genächtigt. Also ja, genau. Also wir sind zu zweit unterwegs. Ich schlafe unten, der Stefan schläft oben, vorne ist unser Büro. Genau, und deshalb, das ist live und real, was wir hier drin haben. Also, wie haben wir es jetzt eingerichtet? Das ist die Matratze, die führe ich auch gleich nochmal vor, die man brücken kann. Und dann hat man hier eine Liegefläche von 2 Meter auf 1,70. Unter der Matratze, wenn sie gebrückt ist, hat man diesen Schwerlastauszug, damit man den kompletten Stauraum auch wirklich komplett ausnutzen kann. Ich kann den ja mal rausholen, damit man einfach sieht, klar. Ist das jetzt ein neues Konzept mit dem Schwerlastauszug, genau, oder gab es das von Anfang an? Den gibt es seit ungefähr einem halben Jahr, haben wir den entwickelt. Einfach mit dem Ziel, dass man den Stauraum voll nutzen kann, sei es jetzt Fahrräder draufzustellen, ist optimiert, es sind Airline-Schienen drauf. Man kann Standard-Normboxen in 60x40, wie diese hier draufstellen, festzurren. Genau, und den haben wir neu im Portfolio. Mit wie viel kannst du den belasten? 150 Kilo, okay. Aber nicht punktuell, also Flächenbelastung. Ja. Aber das ist dann schon allerhand. Ja, ja. Dann schauen wir mal, okay, wenn du wollen den... wir mal die Matratze uns anschauen? Auf jeden Fall, ja. Klar. Wir wollen ja dann sehen, dann wie ihr genächtigt habt. Dann sage ich mal Bescheid. Stefan. Ja, Stefan, jetzt kommt dein Part. Moment, Stefan ist schon hier. Ah. Ja, er ist schon da. So, genau, Stefan. Okay, das heißt also, diese Matratze, die ist tatsächlich eine Option. Ne? Genau. Das heißt, du kannst also diesen Flexport dafür nutzen, um da eine weitere Schlafgelegenheit zu schaffen. Genau. Und das genau hier schlafe ich jetzt. Also ich mache den Schwerlastauszug wieder rein. Ja. Und das hier ist mein Schlafgemach. Genau. Es sind Torsionsstäbe drin, integriert in der Matratze. Die haben auch wir entwickelt, zusammen mit einem Partner. Und hat hier echt eine tolle Liegefläche, auch ordentlich Kopffreiheit. Kann man es gut dran aushalten. Zwei Ablagefächer mit jeweils 230 Volt, USB-Ladesystem, Airline-Schienen links und rechts, wo wir zum Beispiel auch unser Taschensystem aufhängen. Bis zu 4 Taschen könnten wir reinmachen. Aber klar, Standardkonfigurationen sind normalerweise 2 Taschen, wenn man hier drin schlafen will. Ja. Die Taschen produziert ihr selbst oder habt ihr da jemanden, mit dem ihr jetzt? Also wir haben sie auch selbst in 3D gezeichnet, Stefan natürlich wieder, und haben einen super Partner auch bei uns in der Nähe. Also es ist uns immer ganz wichtig, ein Partnernetzwerk, ein lokales zu haben. Also ich würde sagen, es sind 85% deutsche Partner, die meistens auch wirklich in der Region sind. Okay. Da machen wir viel. Du hattest es gerade so gesagt, da war ich mit der Kamera noch so ein bisschen weiter weg. Das heißt, was macht hier dein Schlafgemach noch aus? Du hast dort jede Menge Licht für? Genau, also einerseits, klar, Lichter hier drin. Ich kann hier das Hauptlicht an- und ausschalten, kann natürlich jedes Licht auch dimmen, wenn ich will, eine andere Farbtemperatur. Dann, das hier ist das Ambiente-Licht, was ich an- und ausschalten kann. Hier vorne sind die Lichter von vorne, damit ich auch vorne schalten kann, wenn ich hier nachts aufs Klo gehe. Und ich habe in diesen beiden Ablagefächern jeweils 230 Volt und jeweils USB-Laden, USB-Typ A und Typ C. Ja. Wo man einfach sagen, laden muss man immer können. Ja. Ich habe dich an anderer Stelle mal sagen hören, dass du auch gerne bei offener Tür schläfst. Und dafür gibt es hier eine Option. Ich glaube, das ist nicht Standard, ne? Nee, genau. Ist auch eine der Optionen. Ich komme gerade mal raus. Dann kann ich sie vorführen. Das ist das sogenannte Moskito-Portal. Kann ich komplett runterlassen. Mit den Reißverschlüssen entsprechend zumachen. Und schlafe dann im Prinzip wie in einem Zelt. Mit der Sicherheit und dem Komfort des Vans. Und so ist es nahtlos zu, es kommen keine Moskitos rein. Ich fahre an einen schönen See hinten ran, das Wetter ist schön, und dann schlafe ich da wirklich toll wie im Zelt drin. Und auf dem P1 hast du dir auch getraut, oder? Hier habe ich es jetzt nicht gemacht, weil hier auch bis gestern noch jemand stand. Letztes Jahr habe ich es wirklich gemacht, da war jeden Tag, hatten wir auch super schönes Wetter, da habe ich immer mit offener Tür geschlafen. Wir haben es letztes Jahr vorgestellt, Klasse. Die Option. Was sehen wir hier über dem Moskitonetz? Hier ist noch ein bisschen einfach Ablagefläche. Einfach nochmal Ablagefläche. Das ist die Rückseite ja vom Schlafbereich. Im Schlafbereich sind dann hier auch wieder Staufächer, und hier ist einfach Ablagefach. Genau. Was man in den Türen vielleicht noch sieht, sind die Stuhlhalter. Wir liefern ja immer mit 2 Stühlen aus. Das heißt, die Stühle werden relativ einfach hier eingehängt. Genau. Okay, prima. Dann lass uns doch trotzdem noch mal schauen, was in eurem Flexport noch so drin ist. Genau. Das heißt, wenn du magst, dann roll die Matratze gerne noch mal ein. Ja. Und lass uns gerne mal rechts und links in die Staufächer reinschauen. Ja.
Ich sage dem Stefan nochmal schnell Bescheid, dass er nochmal kommt. Wie bist du hier strommäßig aufgestellt? Also wir haben eine Lithium-Ionen-Batterie mit 340 Amperestunden, haben natürlich 12 Volt Bordnetz grundsätzlich, aber natürlich auch einen Spannungswandler für 230 Volt. Spannungswandler mit 2,3 kW, dass ich auch wirklich ein Induktionskochfeld und eine Klimaanlage bedienen kann. In dem Fahrzeug haben wir zwar jetzt keine Klimaanlage, da arbeiten wir mit Dachventilatoren, also die Max-Fans, die kennst du ja sicherlich auch alle, weil wir einfach das Thema Autarkie nochmal spielen wollten. Haben aber zwei Max-Fans, dass wir wirklich an einem reinziehen können die Luft. Das andere nutzen wir dafür, um rauszupusten, dann kriegt man eine gute Luftzirkulation und die gefühlte Temperatur im Innenraum ist richtig gut, auch in so heißen Temperaturen. Wobei es gibt ja auch noch Variante B. Ne? Du hast gerade gesagt, ihr hattet einen Kunden, der hat sich zwei Super B verbauen lassen, damit er dann also quasi auch autark die Klimaanlage laufen lassen kann. Ich meine, er kann es natürlich auch mit einer Klimaanlage, aber doppelt hält besser, ganz klar. Genau, also wir haben jetzt den ersten Kunden, der wirklich zwei Batterien drin hat mit 680 Amperestunden. Ja. Haben dann auch wirklich zwei Ladegeräte reingebaut, damit er dann auch mit doppeltem Ladestrom während dem Fahren die Batterien wieder vollkriegt. Das ist ja dann auch ein Thema. Das muss man natürlich auch erstmal laden. So viel. Und das alles in einem Sprinter. Ja. Prima, dann mach am besten nochmal die Matratze zusammen, wenn du magst. Damit wir dann schauen wir uns nochmal an, was sich rechts und links bei euch hier in den Boxen versteckt. Jetzt habe ich die Matratze wieder verstaut. Was wiegt die ungefähr? Die hat 28 Kilo, ist also schon ein bisschen was. Aber das liegt an den Torsionsstäben, also was da verbaut ist. Und natürlich ein gutes Polster auch drin und das wiegt einfach was. Klar, prima. Gut, grundsätzlich von der Aufteilung ist es so, auf der Seite, auf der Beifahrerseite ist die ganze Technik integriert. Das heißt, wenn ich die mal aufmache, vorne ist ein Staufach, wo wir jetzt natürlich viel Zeug drin haben. Klar. Eins weiter, auch ein frei zugängliches Staufach erstmal. Ich guck mal, dass ich mich mal irgendwie hier zu dir hinbalanciere. Ja. Hier drunter sitzt die Batterie, direkt davor, vor diesem Lüftungsgitter, das Ladegerät, um Batterie zu laden, also Landstrom, Generator vom Fahrzeug oder halt über Solar. Ein Solarregler ist hier auch integriert. Ja. Spannungswandler, ordentliche Kiste. Ja, das ist eine ordentliche natürlich Kiste. Drin. Was hast du da? 2,3 kW. Genau, braucht man einfach für Induktionskochfeld und für Klimaanlage. Dann haben wir hier noch verschiedene Ladesysteme. Auch um Gewicht zu optimieren, haben wir hier die Starterbatterie vom Fahrzeug ausgetauscht, die kleinere Variante. Mhm. Und ein Steuergerät, was regelmäßig die Starterbatterie lädt, da ist auch eine kleinere Variante reicht. Man muss dazu sagen, ihr seid hier komplett gasfrei. Ne? Genau. Das heißt, also deshalb braucht ihr jede Menge Energie. Du hast gerade gesagt, das Kochen funktioniert über Induktion. Genau. Ja, und die Heizung dann am Ende wahrscheinlich über Diesel. Ne? Diesel-Elektro-Kombi, klar, hätte ich Landstrom, könnte ich auch elektrisch heizen, ansonsten über den Diesel. Wird immer teurer, habe ich mir sagen lassen. Ja. Genau, aber wir stehen hier natürlich jetzt voll autark. Also auch wenn wir im Urlaub sind, wir versuchen eigentlich nicht mehr groß an Landstrom zu gehen, weil es funktioniert so gut mittlerweile, das Konzept, auch die Batteriegröße ist echt gut. Was ist denn realistischer Wert für autarkes Stehen? Mit der Batterie, mit einer normalen Nutzung, sagen wir 4-5 Tage, funktioniert gut. Man muss sich aber natürlich dann schon ein bisschen dran halten. Also man kann jetzt nicht anfangen, 3 Stunden lang Gulasch zu kochen. Man kann jetzt nicht anfangen, 24 Stunden lang die Klimaanlage auf Kühlen stellen. Ja. Aber wenn man im Prinzip sich an so ein paar Sachen hält, also wie gesagt, morgens mal kocht, abends mal kocht, normal 230 Volt nutzt, 4-5 Tage, kein Thema. Okay, was eine ganze Menge ist. Und wenn die Sonne scheint, dann halt entsprechend länger. Ja, genau. Ja, genau. Klar. Ja. Klar, was ist sonst noch drin? Also ganz kurz, 230 Volt Sicherungskonzept, 12 Volt Schalter und die komplette Technik im Sinne Sicherung und alles, das sitzt hier drunter, auch der Mercedes-Rechner sitzt hier drunter. Das heißt, wenn mal was wäre, total einfach zugänglich und kurze Wege von allem. Super. Auf der rechten Seite ist die ganze Wasserinstallation, fängt vorne an mit einer Außendusche. Das heißt, hier könnte ich anstöpseln, auch mit warmem Wasser. Ja. Direkt dahinter ist der Frischwassertank, sitzt hier drunter mit 90 Liter. Man sieht hier einen Füllstand durch die Fräsung. Und hinter habt ihr noch irgendwo eine elektronische Anzeige? Oder? Ja, genau, also ist ja sowieso alles über dieses Mercedes-Benz Advanced Control, zeige ich dann nachher, über App oder halt vorne auf dem Touch-Display. Genau, und vorne beim Radkasten sitzt die Installation Wasserpumpe und Filtersystem. Also wir haben im Prinzip eine Druckpumpe mit einem kleinen Vorfilter, um Sedimente rauszufiltern und hinten einen Aktivkohlefilter, um das Wasser reinzukriegen. Ich sehe hier gerade noch Fenster hinten drin. Ich glaube, die gab es in den ersten Versionen nicht, ne? Ja, witzigerweise, erster Messeauftritt haben wir das natürlich auch alles gezeigt und Kundenfeedback war natürlich klar, wenn hier jemand schlafen will, wollen sie unbedingt ein Fenster drin haben. Seitdem bestellt es eigentlich niemand mehr ohne Fenster. Ist eigentlich mittlerweile fast eine Standardoption. Das heißt also, selbst die am Ende das als Storage benutzen, die sagen, komm, die Fenster nehme ich mit. Genau, machen viele. Wofür wird die Garage am meisten genutzt? Also wenn man sich auf eure Website
Webseite ein bisschen umschaut, dann sieht man ja, dass es beispielsweise einen Anwendungsfall gibt für Motorräder oder zumindest für ein Motorrad. Andere haben da Fahrräder drin, noch jemand anderes möchte das Kinderzimmer dort einbauen. Genau, also das sind also Haupt-Use-Case ist, glaube ich, schon die E-Bikes, die hier drin sind. Klar, mit der 230 Volt und der viel Batteriekapazität, auch das Thema Laden während der Fahrt ist dann geregelt. Ja. Und E-Bikes sind natürlich mittlerweile auch schon echt richtig teuer. Die will man eigentlich nicht mehr draußen auf dem Ständer lassen. Die hat man hier dann sauber verzurrt. Aber klar, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann schläft man hier. Das sind so die Hauptanwendungsfälle, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch die einen Roller oder ein Motorrad reinstellen. E-Bikes ist so der Hauptanwendungsfall. Ja, jetzt muss ich gerade sehen, weil ich natürlich in diesem Fall sehen wir die Matratze. Hörst du es, wenn jemand schnarcht? Nee. Witzigerweise, also es gibt wirklich einen Kunden, der wird wahrscheinlich jetzt lachen, wenn er das Video dann bei dir sieht. Bei dem ist es so, da schläft die Frau oben und er unten und er wollte, bevor er den Kaufvertrag unterschrieben hat, hat er darum gebeten, eine Nacht hier drin schlafen zu dürfen, damit sie das testen, und es hat funktioniert. Okay, ich frage jetzt nicht, wer schnarcht, weil ich kenne beide Fälle, also von daher. Okay, prima. Ja, du hattest gerade schon gesagt, die Airline-Schienen, glaube ich, die hier verbaut sind, die sind ebenfalls Standard? Genau, also links zwei, rechts zwei, dass man einfach viel verstauen kann. Also du meinst jetzt hier die untere und die obere? Genau, oder? Genau. Und wenn man den Heckauszug nicht hat, dann hat man auch die Längs hier, also die gehen dann über die komplette Länge, hat man hier nochmal zwei auf dem Boden. Weil wir jetzt den Heckauszug drin haben, haben wir auf dem Heckauszug selber vier horizontale, damit wir die Normboxen hinbekommen und da auch runterzonen können. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir hinten schon eine ganze Menge gesehen. Also für diejenigen, die noch nie einen Alphavan gesehen haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum haben die das Heck hier eigentlich zugebaut? Aber dafür gibt es einen guten Grund, denn genau darüber, hattest du ja gerade gesagt, ist quasi das zweite Schlafgemach oder sogenannt das Hauptschlafgemach. Eigenes Hauptbett, genau. Ganz genau, das Hauptbett. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Komm, wir gehen. Also, dann komme ich mal vor. Genau, also das ist die Verbindungstür zum Flexport. Klar, wenn unten jemand schläft, der will natürlich nachts auch aufs Klo gehen können. Was hast du hier für eine Durchgangshöhe? Es müssten 1,23 sein. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Also genau, 1,30, irgendwie sowas. Genau. Ja. Ja, das nächste, was hier auffällt, wenn man hier drin ist, der Möbelbau ist wirklich außergewöhnlich. Also was vor allem auffällt, sind beispielsweise diese Rundungen. Mhm. Wie bekommt ihr das hin? Genau, es ist ein ganz spezielles Produktionsverfahren. Machen wir mit der Firma Föhringer. Es ist ein Leichtbauproduktionsverfahren. Das ist eine Sandwich-Bauweise. Zwei hochwertige HPL-Schichten. In der Mitte ist ein EPS-Kern. Und die ganzen Kanten hier, das ist PU-Verguss. Das heißt, in der Produktion wird es eingespritzt, härtet aus und dann gefräst. Und über das Verfahren kriegen wir halt genau solche Radien hin, währenddessen das Bauteil komplett wasserdicht ist. Das ist ja auch was. Es ist komplett versiegelt, PU-versiegelt. Das heißt, wir müssen nicht im Nachhinein irgendwelche Kanten drauf machen, sondern es wird gefräst und ist per se wasserdicht. Ja. Wie sieht es gewichtmäßig aus mit dem Material? Wir holen im kompletten Fahrzeug ungefähr 180 Kilo raus. Und das 180 Kilo? Ja, das ist 50%, fast 50% leichter gegenüber einem Pappelsperrholz, was ja ein leichtes Holz ist. Und wir machen es halt im kompletten Möbelsatz. Also nicht nur mal eine Klappe oder so, sondern der komplette Möbelsatz. Dann kriegen wir ungefähr 180 Kilo raus. Ja, und das ist schon eine Ansage, gerade wenn man so ein Fahrzeug auf 3,5 Tonnen bauen will. Ja. Mit vier eingetragenen Sitzplätzen. Ja, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Das Ganze funktioniert rein elektrisch. Das heißt, wir haben hier kein Gas an Bord. Hier ist das Induktionskochfeld. Daneben gibt es Wasser. Magst du einmal kurz aufmachen? Ja, klar. Ist wahrscheinlich noch gelebt. Ja, deshalb hast du das auch zugemacht. Genau, hier wird nämlich gelebt. Genau, hier wird gelebt. Ja. Genau. So, und dann haben wir auf der linken Seite haben wir... Der Kühlschrank, genau. Also hier ist der Kühlschrank, 90 Liter Kühlschrank, natürlich auch voll in Nutzung, Vorräte drin für die Messe. Über dem Kühlschrank ein Fernseher, das Fernsehcompartment, dass man im Prinzip einen Screen in beide Richtungen rausdrehen kann, also entweder nach vorne. Ist das eine Option oder gibt es den quasi? Also es ist eine Standardoption, Kunden können es abwählen. Es gibt Kunden, die diesen Stauraum da hinten nochmal für was anderes nutzen wollen, so eine Nespresso-Maschine oder sowas. Aber es ist erstmal eine Standardoption, aber man kann es natürlich weglassen. Ja. Wie groß ist der Fernseher? Es sind 22 Zoll. Genau, ja, du hast es gerade schon gesagt, hier oben haben wir einen Max-Fan eingebaut. Genau. Und ihr habt jetzt in diesem Fall zwei, ne? Damit das Ganze so ein bisschen zirkuliert. Also das heißt, du hast einen vorne, einen hinten. Genau. Und könntest aber wahrscheinlich dann bei dem größeren, bei dem Vierradgetriebenen, könntest du auch sagen, okay, wir nehmen einfach hinten beispielsweise eine Klimaanlage. Ja, genau. Also die Standardkonfiguration ist wirklich so, dass an dieser Stelle eine Klimaanlage fahrzeugmittig sitzt. Genau. Und dann hat man... Ach, die sitzt mittig. Okay. Die sitzt mittig und dann hat man vorne nochmal ein Dachfenster, dass man das Licht auf jeden Fall reinkriegt. So machen wir es bei den Leuten, gerade beim Allrad, da ist ein 4,1 Tonner, da haben wir keine Gewichtsthemen und dann nehmen die meisten wirklich eine Klimaanlage. Ja. Was war euch wichtig, als ihr angefangen habt, dieses Fahrzeug zu konstruieren? Also so was war der Hauptgedanke bei dieser Garage?
Gut, also der Stefan hat natürlich auch eine gewisse Historie aus dem Enduro-Sport. Er ist früher selber Enduro gefahren. Das heißt, er hat ein Motorrad und ihm war wichtig, dass man auch mal ein Motorrad reinbekommt. Es geht nicht mit allem, aber mit einer Höhe von 1,28 kriegt man eigentlich safe jedes Fahrrad rein und manchmal halt auch ein Motorrad. War die Multifunktionalität von Anfang an ein Thema oder habt ihr erstmal nur an die Enduro gedacht? Nee, definitiv Multifunktionalität. Klar, wir wollten natürlich auch, wir haben 4 Sitzplätze, wir wollten auch 4 Schlafplätze haben und dadurch hat sich dieses Stockbett in Anführungszeichen einfach sehr gut angeboten. Ja, war deshalb auch wichtig, dass man das Ganze kapselt? Also wenn du einen Verbrenner unten drin hast, dann willst du wahrscheinlich, ne, dass es auch gut gekapselt ist. Auch das natürlich, gegenüber. Alle Türen liegen in dem Gummiprofil, das heißt, es ist Geruchssicht. Auch das war definitiv ein Thema, haben wir uns angeschaut. Genau. Und auch wichtig war natürlich trotzdem, auch wenn man sich die Schlafhöhe anschaut, dass das nicht zu klein ist. Also wir haben hier 65 cm, ist einfach ein wichtiges Thema, dass man hier trotzdem noch gut schlafen kann. Ja, und du hattest gerade gesagt, die Tür hier runter, die ist 1,20 m, so, das heißt, dann kommen nochmal 15 cm, die aufbauen. Genau. Also steigst du ungefähr bei 1,40 Meter ein. Genau, haben die Leiter, über die Leiter steigt man ein. Genau. Neue Matratze haben wir seit kurzem. Da arbeiten wir mit einer Schweizer Matratzenmanufaktur zusammen. Einfach, weil das Schlafen einfach ganz wichtig ist. Genau. Was man hier jetzt sieht im Fahrzeuginneren, das ist das Dekor Holzgrau. Heißt bei uns Softline. Wir hätten theoretisch noch eine zweite Dekorvariante. Da wären alle Flächen, die jetzt hier in diesem Holz sind, in dem matten Weiß. Ja. Dann wirkt er ein bisschen reduzierter, wahrscheinlich ein bisschen moderner. Da muss man seine eigene Farbe mit reinbringen. Das ist jetzt das Holzgrau. Und die ganzen Himmelelemente sind jetzt in der Filzoptik. Ist auch eine Option, die wir vor einem halben Jahr gebracht haben. Die gibt es auch in einem hellen Stoff. Da ist das Ganze hier mit Stoff. Weil du sagtest Optik, das ist Filz? Oder ja, es ist Filz. Es ist thermisch behandelter Filz. Ja. Genau, damit wir im Prinzip die Stabilität und die Form hinbekommen. Welche Ausstattungsvariante wird in der Regel gewählt? Das Holzgrau, wie wir es jetzt hier sehen, ist wahrscheinlich bei 65-70%. Der Rest ist Weißgrau. Ja. Nun gibt es ja die verschiedensten Konzepte, wie man Vans ausbaut. Also es gibt ja manche Custom-Ausbauer, die sagen, du, wir nehmen weißes Blatt Papier, wir bauen dir alles rein, was du da möchtest. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr gesagt, wir bauen ein Fahrzeug und das ist im Grunde genommen fast immer gleich? Weil wir, ich habe es vorhin schon mal angehört, das Thema Fokus ist uns ganz wichtig. Wir haben investiert in die Werkzeuge, dass einfach die Spaltmaße, die man jetzt hier überall sieht, dass die gleichbleibend gut sind. Dass hier einfach, dass man wissen kann, was wir hier bauen, ist gleichbleibend gut und das machen wir in der perfekten Qualität. Und wir glauben einfach, das Konzept, wie wir es hier sehen, auch mit dem extra langen Sprinter, da ist noch so viel drin, wir können Lösungen entwickeln und das wollen wir hier einfach spielen bei dem Fahrzeug. Deshalb bleiben wir auch jetzt bei diesem Konzept in dieser Länge und in dieser Höhe. Wenn du sagst, da ist noch so viel drin, was könnte in der Zukunft noch kommen? Ja, wir sind gerade ganz aktiv dran an einer neuen Toilettenversion. Wir haben heute eine normale Banktoilette. Klar, der Trend Trenntoiletten kommt. Wir sind jetzt gerade dran an einer neuen Toilettenlösung. Das werden wir auf der CMT definitiv schon zeigen. Anbauteile ist ein großes Thema. Gerade beim Superhochdach ist ja nicht ganz einfach, da groß was anzubauen. Vor allem ist es ein GFK-Dach wieder. Da muss man sehr viel Hirnschmalz reinbauen, um vielleicht mal eine Dachträgervariante hinzubekommen. Also da gibt es einiges gerade in Konzipierung. Okay, du hattest gerade über Banktoilette und Klesana gesprochen. Lass uns mal ins Bad reinschauen. Genau. Die Logik hier auch nochmal ganz kurz, die Tür geht in diese Richtung auf, weil wir ja wollen, wenn man aus der Dusche kommt, dass man hier nochmal einen Raum hat, wo man sich umziehen kann. Also ist kein okay, also quasi als Raumtrenner. Genau. Okay, dann komme ich jetzt einmal kurz zu dir rum. Genau. Genau, also auch ein großes Formteil. Hier war uns wichtig beim kompletten Design des Badezimmers, keine versteckten Ecken, sehr funktional, einfach zu reinigen, weil das muss es sein in einem Campervan. Natürlich wieder absolut wasserdicht, aber das kommt ja allein mit dem Material, kommt die Wasserdichtheit. Ansonsten sehr clean, sehr funktional. Auf Schnickschnack eigentlich verzichtet. Ja, was hast du hier oben noch? Ein Dachlüfter, einfach um die Feuchtigkeit rauszubekommen. Fenster natürlich, hier oben eine kleine Ablage, aber sonst keine Schränke. Das Waschbecken ist versenkbar. Magst du das einmal ausziehen? Waschbecken, genau. Puschler, wie immer, hab da meine Duschbrause und meinen Wasserhahn. Ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt möchte ich mir natürlich auf jeden Fall noch das anschauen, wofür du zuständig bist. Nämlich, genau, das M-Mag muss auf jeden Fall noch erwähnt werden. Und dazu gehen wir nochmal nach vorne und werfen mal einen Blick auf das Display. Genau, also dieses Display ist im Prinzip genau das gleiche Display wie vorne vom Navigationssystem von der M-Books bei Mercedes-Benz. Also das heißt, du spiegelst, oder? Genau. Okay. Wobei, ich habe ja hinten das Steuergerät. Das Steuergerät bespielt dieses Display und dieses Display wird gespiegelt auf vorne. Okay. Genau. Okay.
Genau, kann hier im Prinzip alle Funktionen, die wir eingebaut haben, kann hier drüber steuern. Das Ganze startet immer mit einem Übersichtsdisplay, wie man es hier sieht. Die wichtigsten Informationen, was ist der Status der Batterie, Frischwasser, Grauwasser, Innentemperatur, Außentemperatur, was passiert gerade bei der Solaranlage, wie viel Strom kommt gerade runter, ist die Heizung an oder aus, wo ist gerade der Soundfokus vom Soundsystem. Weil klar, wir bauen ja eigentlich in 90% der Fahrzeuge auch wirklich ein High-End-Soundsystem rein, weil wir einfach finden, die Audioqualität muss zur Fahrzeugqualität. Was heißt denn 90%? Das heißt, das ist eben nicht Standard. Das ist nicht Standard, das ist eine Option. Aber mittlerweile sagen die meisten, sie wollen es, außer es gibt halt genau die, die es nicht nutzen. Man muss sagen, von Hause aus ist der Sprinter okay. Okay, genau. Es ist wirklich so, wenn man ihn fährt und keinen Vergleich hat, dann ist es okay. Wenn man einmal den Vergleich hat, will man nie wieder zurück mit so einem Soundsystem. Klar. Was war die größte Herausforderung bei der Programmierung des Systems? Also wenn man die Elektronik, wenn du mal irgendwann bei uns bist und wir zeigen dir mal die Elektronik, die Anzahl der Kabel, die an dieses Smart-Home-System laufen, da sieht man mal, was wir alles machen. Also wir haben ja jedes Licht ist daran angebunden, jedes System und diese Vielzahl an unterschiedlichen Methoden, die einzelnen Geräte, also hier ist ja einfach, man denkt, alles ist einfach bedienbar, es sind ein paar Buttons, nur jedes Gerät ist irgendwie anders zu steuern. Ja. Eins hat eine intelligente Bussteuerung, eins ist einfach nur analog, an, aus, eins ist mit einem Spannungswert zu versorgen, diese Komplexität, alles in eine kleine Box und in eine Software zu bekommen und das dann zu konfigurieren. Und wir haben natürlich auch verschiedene Optionen, eine Trittstufe dran oder nicht dran, eine Klimaanlage drauf oder nicht drauf und dann die Varianz. Ja. Wie lange habt ihr entwickelt an dem Ganzen, also an dem System? Also da muss man eigentlich dazu sagen, die Entwicklung ist immer noch nicht fertig. Also wir machen ja immer weiter. Seit wir begonnen haben, entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Mercedes. Und vieles müssen wir natürlich auch mit den Kollegen zusammen machen. Genau. Aber haben jetzt schon wieder weitere Ideen, die jetzt auch kommen werden. Genau. Du hattest gerade die App-Steuerung angesprochen. Bedeutet das, dass du beispielsweise die Heizung von überall bedienen kannst oder musst du in Bluetooth-Reichweite sein? Ich muss in Bluetooth-Reichweite sein. Also ich habe ja mein Handy hier auch liegen. Ich kann sie auch gerade mal aufmachen. Also es ist wirklich ein Bluetooth-System. Noch nicht über Mobilfunk angeboten. Ist das angedacht? Es gibt Diskussionen, es ist immer ein Thema IT-Security. Wie viel Möglichkeit bekommen wir aus dem Aufbau, um auf Bussysteme zuzugreifen, vor allem dann, wenn man auch wirklich unterwegs ist. Mhm. Also jetzt weniger für den Anwender, sondern quasi für den Hersteller? Für den Hersteller, genau. Okay. Auch so ein Thema, was man sich natürlich auch immer überlegen muss, wenn wir ein Heizungssystem anbauen und das Fahrzeug steht in der Garage und ich kann dann die Dieselheizung anschalten. Mhm. Wer stellt dann sicher, ob das so okay ist? Also da gibt es viele Fragestellungen. Klar. Wir würden es uns wünschen, aber ich verstehe schon, da gibt es viele Sachen zu klären. Genau, jetzt habe ich die App hier offen und im Prinzip der komplette Funktionsumfang, den ich vorhin hier oben gesehen habe, kann ich jetzt hier machen. Und es ist natürlich schön, wenn ich abends im Bett liege und habe vergessen, ein Licht auszumachen oder der Kühlschrank ist noch nicht im Silent Run Modus, dann mache ich das hier über die App und muss nicht mehr nach vorne gehen und irgendeinen Schalter bedienen. Ja, ja. Genau. Ja, während ich auf die App gucke, gucke ich gleichzeitig auch noch auf die Sitze, die dahinter sind. Mhm. Ihr beledert die selbst, beziehungsweise habt eine Sattlerei, mit der ihr zusammenarbeitet? Genau, wir haben auch bei uns in der Nähe, 10 Kilometer entfernt, eine Sattlerei. Sind alle Steppmuster sind von uns auch selber gezeichnet. Und der Kunde, das ist wirklich kundenindividuell. Wir haben einen Lederkatalog mit verschiedenen Ledersorten, verschiedene Steppmuster. Und es kann einfarbig, zweifarbig sein. Und es gibt natürlich auch Kunden, die kein Leder wollen, können es natürlich auch in einem textilen Stoff machen. Mhm. Ich bin gerade hier noch vorbeigefahren an Starlink, oder? Wenn ich das Logo richtig interpretiere. Richtig. Genau. Das gibt es bei euch oder über euch oder ist das jetzt einfach nur zufällig? Nee, genau. Zufällig also wir haben auch von dem Dreivierteljahr die Starlink-Option eingeführt als der erste weltweit Hersteller. Also es gibt ja dieses Starlink for RV. Mhm. Das ist eine Vorverkabelung, dass wir die Schüssel oben im Dach einklipsen können. Den Router, der steht hier, ist hier fixiert über einen speziellen Halter. Und genau, Starlink-System selber muss der Kunde selber mitbringen. Also wir können Starlink nicht an sich verkaufen, weil der Vertrag läuft ja über Starlink, damit auch die ganze Hardware, aber wir haben die Vorverkabelung im Fahrzeug und es ist einfach ein super tolles System mit Bandbreiten, die man halt, ist verrückt. Ja, ja. Ihr benutzt das auch hier auf dem P1 Parkplatz? Ja, genau. Was kriegst du im Up- und Download? 180 Mbit Download und das ist natürlich wie zu Hause eigentlich. Ja, genau, das ist ziemlich wie gut. Firma. Ja, ja. Genau, ja. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine ganze Menge besprochen. Was sind denn grundsätzlich die Optionen, die ihr anbietet? Also wir hatten ja gerade schon gesagt, im Grunde genommen sehen die Fahrzeuge relativ ähnlich aus. Es gibt natürlich die leichtere und die schwerere Variante. Genau. Das heißt, da musst du dich entscheiden. Hat natürlich auch mit dem Führerschein zu tun. Genau. Auf der anderen Seite, was würdest du noch dazu konfigurieren können? Genau, also viele Kunden wollen natürlich andere Räder. Also gerade wenn wir bei einem Allrad sind, bieten wir eigentlich 18 Zöller an. Haben wir verschiedene Rädervarianten. Trittstufen haben wir verschiedene. Beim Allrad verbauen wir eine schöne, die komplett wegfährt. Wir haben die Möglichkeit, ein Hubstützensystem einzubauen, eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse, eine Auflastung auf 4,1 Tonnen.
Ganz stolz sind wir jetzt auch auf ein neues Stoßdämpferpaket, was wir mit Marquardt zusammen entwickelt haben, um gerade für viele Pistenfahrer ein bisschen offroadiger das Fahrzeug auszurichten. Klar, das Soundsystem, das High-End-Soundsystem ist eine Option, die man ziehen kann und eigentlich mittlerweile alle ziehen. Starlink-System oder einen integrierten 5G-Router ist natürlich auch möglich mit einer Dachantenne obendrauf. Ja. Der Schwerlastauszug, den wir draußen gesehen haben, und Anbauteile, da sind uns im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Wir arbeiten mit allen coolen Herstellern zusammen und da machen wir das, was der Kunde will. Ja. Philipp, last but not least, was kostet das Fahrzeug so, wie es hier steht? Wir haben hier die leichtere Variante, genau. Wir haben keine Klimaanlage. Genau. Also es ist der Heckangetriebene mit 3,5 Tonnen. So wie er hier ist, ist er bei 225.000 Euro. Würden wir den als Allrad aufbauen, wären wir wahrscheinlich eher in Richtung 245, 250. Der Grund für das Delta von ungefähr 25.000 ist nicht der Allrad, sondern die zusätzlichen Optionen, die dann möglich werden. Zum Beispiel? Die großen Räder, die 18-Zoll-Räder, die Klimaanlage. Das kommt dann so dazu, weil mit dem Allrad kann man einfach auch andere Sachen spielen. Was ist bei euch die Lieferzeit? Wenn ich heute bestelle, wann ist ein Fahrzeug verfügbar? Das ist gerade eine richtige Herausforderung bei uns. 24 Monate. Also das ist schon eine heftig lange Lieferzeit, die wir gern verkürzen würden. Wir stellen neue Mitarbeiter ein, aber es ist aktuell 24 Monate. Philipp, vielen herzlichen Dank für die tolle, sympathische Vorstellung. Sehr und für AlphaVan alles Gute. Und euch cool. Erstmal heute einen guten Trip nach Hause. Ihr fahrt heute noch nach Hause, ne? Ja, genau. Wir müssen alle zurück. Genau. Zurück in Allgäu. Nee, vielen Dank, dass du gekommen bist und freut mich total. Uns auch. Vielen herzlichen Dank. Also bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Bis dann. Ciao.